Ich könnte ich. Ach toll, ich habe nur noch eins. Aha, super. Ich glaube, ich heile jetzt erstmal lieber mich. Dann Alice. Kann der ja keine MP entziehen. Gebe ich alles mal ein Mana-Blatt. Braucht es am Training dringendsten. Heile ich noch mal alles. Heiler sind immer sehr praktisch. Auch wenn ich Weiber nicht mag, aber als Heiler sind sie immer sehr praktisch. Kommt jetzt noch mal Lehnen. Na gut, dass das nicht funktioniert. Doch, doch, das wollte ich. Ich wollte dann mein letztes Dings hergeben. Und dann, mal gucken, was das an Schaden macht. Das ist ein bisschen besser als die Granate. Nein, eigentlich nicht. Jetzt heilen wir so. Scheiße. Ich hätte für Alice lieber ein Dingsmüll nehmen sollen. Aber vielleicht kommt vorher Yuri, dann kann ich ihr ein Pureblatt geben. Die rast mir hier ja gleich. Müssten eigentlich alle überleben. Ja, super. Gib du ihr mal das Blatt. Ich kann jetzt keinen Charakter gebrauchen, der mir hier in Raserei verfällt. Du machst nochmal deine Geheimwaffe. Das ist aber auch irgendwie unfair. Ich konnte nicht mal speichern zwischendrin. Und ich mache jetzt nicht wirklich viel Schaden mit ihr. Ich brauche Mana für ihn. Alice, hau noch mal dein Licht da drauf. Verdammt! Bitte keiner sterben. Ach Gott sei Dank. Ja, das mit den Klassen ist ja eine tolle Sache, wenn ich nicht weiß, zu welcher Klasse das Ding da gehört. Aber es wird vermutlich zur Finsternis gehören, wie vorher auch. Ja, ganz dringend so eins. Vielleicht hätte ich Margot auch lieber eine ein Blatt gegeben. Das ist jetzt schlecht. Wird jetzt Alice übersprungen, oder? Ja, sie wurde übersprungen. Ganz toll.
Kann ich einfach so einen wichtigen Charakter überspringen? Ich muss heilen. Mann. Ich komme gar nicht so gut voran im Moment. Ha. Ja, vielleicht komm. Ich riskiere es jetzt mal. Ich hoffe, dass Margot noch mal drankommt und dann kann die noch mal ein Blatt nehmen, dann würden alle wieder so einen Hass-Dingsbums da überleben. Ach, Gott sei Dank. Okay, macht Lähmung, mach du mal. Jetzt muss ich meine Mädels wieder mit Ding versorgen. Mit Blättern. Du. Was war das hier? Wie lange denn noch? Irgendwie sind mir die Bosskämpfe hier viel zu langatmig und viel zu langweilig. Was aber vielleicht wirklich mit dran liegt, dass ich nicht sehe, wie weit ich jetzt bei dem entsprechenden Boss bin. Da zieht sich sowas irgendwie. Nein, kein Hasssturm. Oh, das wird Alice nicht überleben, oder? Oh, da war ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Du heilige Scheiße. Ganz, 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 ganz knapp. Zum Glück heilt das so viel. Du nimmst mal Mana. Du schmeißt Steine auf sie drauf. Mana. Du heilst dich. Boah, ist das wieder so viele Runden verschwendet für Heilen und Mana und Bla und Blub. Und ich kann dir bestimmt auch schon bald wieder ein Pureblatt geben, weil deine CP fast leer sind. Ja, natürlich. Und bei Yuri genauso. Ach, ist das wieder alles herrlich. Dann nimmst du jetzt erstmal den Samenmörder hier, weil dir macht das mehr Sinn. Müssten alle überleben. Ja, Gott sei Dank. Ja. Juri nimmt eins. Du machst Licht. Oh, das war langweilig. Mich jetzt gerade auch im Moment. Muss ich jetzt mal hier auch zugeben. Also so richtig Spannung kommt da nicht auf. Ach, Gott sei Dank. Kein Doch-Level-Up für
Alice und Margaret, was habe ich den Kundschafter? Ach, kann ich damit dann die MP auslesen? Bitte sag mir, ich kann damit die MP auslesen. HP, nicht MP, die HP. Danke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du bist als nächster dran. Und weg ist er. Und die Meermutter scheinbar auch. Meeresmutter. Warum sag ich immer Meermutter? Sie ist wirklich etwas Besonderes. Meeresmutter. Sie haben ihre letzte Kraft gegeben, um sie zu retten. Solch exquisite Zauberkünste habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ruhe in Frieden, gute Meeresmutter. Was machen sie jetzt mit ihr? Über Bord schmeißen. Geister des Himmels. Geister des Himmels. Unserer geliebten magischen Hüterin wird sich... Unserer geliebte magische Hüterin wird sich in eure Obhut begeben. Aha. Unsere wunderbare, ach so wunderbare magische Hüterin. Seid gut zu ihr. Ja, Geister. Seid gut zu ihr, ja? Bis dann, Meeresmami. Du könntest wenigstens da jetzt mal ein bisschen respektvoll sein. Großartiger Abgang, Meeresmutter wäre äußerst zufrieden. Es ist endlich vorbei, oder? Die Monster sind weg. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Lass uns dieses Ding in Fahrt bringen. Voller Kraft voraus, bitte. Okay. Was in Gottes Namen habe ich heute Abend mit ansehen müssen? Schon wieder ein Fehlschlag. Fängt sie an, Dalian, und noch einmal auf diesem verfluchten Boot. Ich darf die Kräfte des Jungen nicht unterschätzen. Und jetzt, wo Susanne bei dem Mädchen ist, Zeit, sich zurückzuziehen und einen Plan auszuhacken. Du hast mich gerufen, Meister Deuhai. Wugai aus Koblon. Ah, Wugai. Wugui. Ich sag jetzt Wugai. Fertig. Ich bin froh, dass du aus Koblon kommen konntest. Den Namen bring mich noch um. Ich wollte dich aus Hongkong wegholen. Ich wollte dich nicht aus Hongkong wegholen, aber konnte es nicht, mir es nicht leisten, dich nicht zu rufen. Keine Sorge, in Hongkong ist nicht viel los und mir wurde gerade etwas langweilig. Wir haben bereits die neu ernannten französischen Parlamentsbeamten unter Kontrolle. Ausgezeichnet. Verflucht seien diese fremden Supermächte. Sie glauben, sie könnten dieses Land einfach annektieren. Ha, das lasse ich nie zu. Solange ich hier bin, lassen sie die Finger von Shanghai. Meister, gestattet mir die Frage, gibt es Probleme mit dem Dämonentor-Anrufung? Tja, wie du siehst, ist die Geistermaschine von Kuihai-Turm. Vom Kuihai-Turm fertig und betriebsbereit. Meine Fresse! Ah, das Mädchen. Der Schlüssel läuft noch frei herum. Ein unwillkommener Gast steht mir im Weg. Ein unwillkommener Gast? Absoluterweise Susanne. Absoluterweise Susanne? Aha, ist in Deutsch. Meister Susanne? Ich hätte nie gedacht, dass er noch lebt. Tut er aber, dieses Schwein. Er steht mir im Weg, seit wir zusammen gelernt haben.
Und mit meiner Falle für den blauen Drachen habe ich nur eine alte Hexe erledigt. Vielleicht wirklich armselig. Keine Sorge, Meister DY. Ich werde dir das Mädchen unverzüglich bringen und dazu den Kopf des Alten. Auf dem Silbertablett. Garniert mit Muscheln. Gut, gut, du warst schon immer mein bester Schüler. Aber sei gewarnt, unterschätze sie nicht. Einer von ihnen ist ein Monster mit der Macht der Fusion. Fusion? Der Japaner, er kann doch nicht mehr am Leben sein. Nein, das ist ein anderer. Er ist noch jung, aber ohne Zweifel ein Harmonixer. Zwei Yamarachas hat er bereits besiegt. Götter. Wenn das stimmt, Meister, könnte das interessant werden. Ich, Wugai aus Koblon, werde dich nicht enttäuschen. Dann warte ich auf eine gute Nachricht von dir. Zeig diesem grinsenden Dreckskerl Roger Bacon, wozu wir fähig sind. Und zwar sofort. Wugai, los! Ja, Meister. Aha, so war es doch Juris Vater, der da scheinbar das Zeitliche gesegnet hat bei dem letzten Mal vor 15 Jahren. Aber wir machen hier jetzt Feierabend, beziehungsweise ich mache jetzt Feierabend. Mir tut mein Hals weh und ich habe Hunger. Und deshalb hören wir uns erst wieder in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann!